Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Caudicos Anwesen Nummer 3. Mit dabei die anderen drei. Sag mal, aber diesmal ist der tot. Übrigens, deine Klasse wird mit Zepter Fokus und Großfischschwert gespielt. Ja. Ich bin so der Typ ESO, der denkt, ach, kriegt man doch mit anderen Sachen hin. Aber Langbogen ist viel zu cool, um... Ja, Langbogen ist super. Also ich will aber die anderen Skills fertig haben. Also deswegen brauche ich unbedingt wieder hier diese Trainingspunkte, damit ich hier den mein Tuning-Drachenjäger voll kriege. Damit ich dort auch die letzten drei Ziffern kriege. Haben wir den Tod gekriegt? Oh, ja. Gott sei Dank. Ihr habt es geschafft, Leute. Balthasar, schenke euch Kraft. Ich gebe euch ein Gegenmittel. Verzeiht. Man hat mir Gift gegeben. Ich hab gesagt, wie viel ihr wisst. Hätte ich nur durchgehalten. Vielleicht ist es das Gift, aber ihr seid zu hart zu euch selbst. Ihr habt heldenhaft gekämpft, euren Vorgesetzten gerettet und die Banditen aufgehalten. Gute Arbeit. Habt ihr das Gegenmittel? Sofort, Feldwebel. Gut. Das wäre das. Yay, noch ein bisher nutzloses Level. Geh auf Hot oder Puff Maps, da bekommst du immer 10 Punkte auf einmal. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, die meine ich übrigens hier, die Heldenpunkte. Die machen wir aber erst, wenn wir Staffel 1 durch haben. Meine ich, oder? Ja. Beziehungsweise dann kriegen wir erst wieder welche. Also dauert es wieder lange. Ich bin zu alt. Verurteilt einen Lindwurm nicht nach seiner Schnauze. Schlag mich und gewinnt einen Preis. Ach. Stirb doch einfach. Gut. Warten wir einen kleinen Moment. Moment, ich muss mal kurz meinen Kram reparieren und verkaufen. Ich habe alles, was ihr braucht. Ich finde den Namen schön. Gut, in Ordnung. Möge Lissa euch helfen. Ich glaube, den bei Lucky Noobs war auch der Bild, den ich eigentlich verfolgt habe, theoretisch. Geh zu den Seraphen, kämpft gegen die Zentauren. Ja, aber sowas von. Ich meine, den habe ich tatsächlich verfolgt. Mir fehlt auf jeden Fall der letzte Punkt dort. So, wo seid ihr jetzt? Achso. Wir machen Sachen verkaufen. Was braucht ihr? Gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Ja, Hammer. Ich glaube, ich behalte den Hammer mal erstmal, weil ich nicht weiß, ob ich den brauche oder nicht. Das brauche ich bestimmt nicht. Staffel 1 kann man doch gar nicht mehr spielen. Ich nur Waren höchster Qualität. Wir können Teile von Staffel 1 spielen. Allerdings ist die Story dann relativ unabhängig. Also ihr braucht euch nicht auf die Story konzentrieren dann in dem Fall. Kurzum, eine Hexe hat irgendwie Kontrolle übernommen und hat uns am Ende umgebracht. So kann man das irgendwie vor. Wie schön für euch. Achso, ja stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Das Schild wollte ich drin reinsockeln. So. So, wir können theoretisch weiter. Moment. Jo. Feuer. Hey, ich habe mal was Neues gefunden, was ich sogar gebrauchen kann. Ich schon lange nichts mehr. Na gut, du hast ja auch schon alles exotisch, oder?
Ja, das, der, dessen Name ich nicht mehr weiß, hat mir ja ordentliches Zeug geschickt, das übrigens richtig geil aussieht. Und ja. Ich habe gerade ein meisterhaftes Amulett gefunden. Hey, Botspam. Ui, super. So, bin da. Immer diese englischen Bots. Ich glaube, ich muss mal langsam anfangen, wieder zu bannen. Oder zu blocken. So langsam gehen mir die Kommentare nämlich auf den Sack. Der schreibt doch immer nur Love It. Ja, Love It. Und der nächste schreibt hier, here before 2000 subscribers, you are great. Also, I want to be friends. Wenn ich auf deren Kanal gehe, sehe ich nur Crap. Also Müll, Spam, wie kriegt man wie viele YouTuber und solche Sachen? Also so irgendwie, das kommt mir irgendwie so Betrugsmasche vor. Das können wir überspringen, ne? Halt. Ja, das können wir überspringen. Wir brauchen nichts mit Halt. Wir machen drei, ne? Mhm. Jo. So. Kaudigos Anwesen Teil 4 und die vermissten Kinder des Dieners. Der Kammerdiener verschwand, bevor ich ihn befragen konnte, oder was hier los war. Kammerdiener. Wir brauchen ihn lebend. Kann man ihn noch nicht tot finden? Das ist mal ein geiler Bogen, von den du da hast. Das ist ein Gletscherbogen. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Bogen werden. Lass mich gehen. Ich weiß ja nicht, ob Balok einen Kammerdiener braucht. Vielleicht ja als Jagdbeute. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Ups. Falscher Angriff. Wollte eigentlich mit Bogen arbeiten, aber... okay. Das habe ich hier gerade noch so gerettet. Habe ich irgendwie die Akku von allen gerade drauf? Ich glaube ja, ne? Ja, habe ich. Chatbefehle kenne ich nicht, ne? Ich brauche Hilfe. Weiß gar nicht, kann man hier irgendwas... Ich hoffe, ich komme durch. Au. Schon besser. Wow, krass, wie bin ich da wiederbelebt worden? Das ging ja heftig. Zeit, echten Schaden anzurichten. Hey, nö, nicht weglaufen. Ach, es klappt nicht. Ich wollte ihn ranziehen. Am besten mal den blauen Balken wegmachen, dann ist der benommen, dann kann der nichts mehr machen. Ah ja. Ich glaube, das geht dann... Zum Beispiel, mit, wenn du das Siegel des Ruins hast, das ist ein starker CC. Na, ich habe ihn gerade weggestoßen, das hatte das. Scheiße. Ich glaube, ein Siegel habe ich nicht drauf, weil ich nicht auf Siegel ging. Achso. Bei meinem Siegel des Ruins macht man ihm schon den halben Balken weg. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Mist, zu weit entfernt. Schmerz für Schmerz. Hatte ich nicht gerade geheilt? Ich fühle mich gut. Moin Moin. Nächstes Mal bemüht euch mehr. Ja, sorry, ich muss ein Bild machen. Kann ich, ich habe keine. Hab halt keine Zeit im Moment für dich. Plattschuss, Chemis. Name ist aber super, den Art. Ich fühle mich gut. Duena sei Dank, ihr habt mich gefunden. Ich dachte schon, ich würde wie die enden. Sie sind alle in schrecklicher Gefahr. Immer langsam. Wer ist in Gefahr? Wer waren diese Leute? Banditen, sie sind überall. Sie haben den Rest der Dienerschaft tiefer ins Anwesen meines Herrn verschleppt. Ihr seid jetzt sicher, aber verlasst das Anwesen nicht. Ich habe noch ein paar Fragen bezüglich eures Herrn.
Netzkanonen. Ja. Oh, Freude. Wir machen Caudicos Anwesen, Teil 4. Hey. Oh, das hat wehgetan. Ich bin zurück. Ach, das brauchen wir doch nicht, ja. Ihr wurdet von den Banditen Quietus als Freiwild gekennzeichnet. Ich habe ein Banditen-Todeszeichen gerade in meinem Inventar. Ist bestimmt toll. Zeit, echten Schaden anzurichten. Hä? Wo ist denn der hin? Ich habe eine Schusswaffe, die Schusswaffe schießt Pfeile aus. Ich fühle mich gut. Hä? Schusswaffe ist scheiße, glaube ich. Ja, die ist scheiße. Ich schieße lieber mit echten Pfeilen. Haben wir gerade gleichzeitig das gemacht? Und zweimal den Propeller, auch nicht schlecht. Leute, es ist normal, wenn ihr nichts seht. Also ich sehe dann auch in dem Moment nichts mehr. Ich glaube, ich werde von hinten beschossen. Gehen wir lieber ein bisschen aus dem Weg. Schon nett, dass er mir so eine dicke Truhe direkt vor die Füße stellt. Ihr müsst Schmerzen lieben. Oh Mann, ey. Der Flammenwerfer daneben ist echt ätzend. Bin schneller als ein Centaur. So weit kann ich gar nicht schießen. Diener. Ich fühle mich gut. Das in dem Raum ist doch echt scheiße, wie soll man an die Leute rankommen und noch den gebührenden Sicherheitsabstand halten. Gerade jetzt bei Corona, ne? Das Spiel hat das gar nicht. Also hier braucht man gar nicht. Hier könnt ihr ruhig näher als 0,0 Meter gehen. Ich lege noch einen drauf, ich gehe durch euch durch. weiß schon jemand von euch, wann wir in Heart of Thorns weitermachen? Oder überhaupt reingehen? Moment. Also, nachdem wir die Living World 2 gemacht haben. Entkommen! Kriegen wir auch endlich unsere Punkte dann, ne? Die Mastery-Teile. Ja. Genau. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Also es ist bestätigt, aber es dauert. Oh, cool. Aber habe ich das jetzt richtig rausgehört? Hat Mario jetzt auch die Erweiterung? Ja. Ah. Heilige Scheiße, das sind so viele. Okay. Die Sache wird ernst. Mit den Waffen eigentlich. Kann man das überleben? Nein, kann man nicht. Ich wollte gerade sagen, ich werde da nicht einfach so selbst das jemanden wiederbeleben. Das muss man da durchlaufen oder? Also ich kenne das nur so, dass man da 10 Millionen Mal drauf rennt und irgendwann ist man so weit. Okay.
einfach die Kanonen aus der Ferne beschießen oder die Gefährten hinschicken, das geht dann. Das sieht auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus. Au. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Viecher wortwörtlich Kanonenfutter wären. Wir haben soeben Raketen ins Gesicht gekriegt. Danke fürs Zusehen. Wann darf ich dann endlich wieder spawnen? Ah,